Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Gold Rush The Game. Wie gesagt, wir wollten jetzt mal gucken, was wir hier für unseren Claim, wie wir den jetzt mit unseren Reichtümern erweitern können, wie teuer hier noch was ist. Mal schauen, was wir hier so kriegen. Okay, Stromkabel, Stromkabel, dick, dünn. Hydraulik, Wasserschlauch brauchen wir auch nicht. Wasserschlauch dick. Was haben wir hier stehen? Oh, 1000. Können wir es nicht. 6000. Eieiei. Da müssen wir aber noch eine Menge schaufeln für. Huuuiuiui. Wasserpumpe 200. Hogpen. Die Erweiterung 100. Die nehmen wir uns nochmal mit. Okay, hinzufügen eine. Reicht ja auch. Haben wir 269 noch. Brauchen wir davon zwei noch? Puh. 220 haben wir jetzt noch. Die kriegen wir mit. Aber Stromaggregat, Wasserpumpe bräuchten wir. Kostet auch nochmal 200. Ah! Also brauchen wir noch 400. Plus wahrscheinlich Schläuche. Okay. Gut. Das kaufen wir dann beim nächsten Mal ein. Wie viel brauchen wir dann an Geld? 200 Dollar. Die Pumpe kostet auch 200, sind 400. Wie viele Schläuche brauchen wir überhaupt dafür? Auch eine gute Frage. Sagen wir mal 2. Das sind nochmal 40. Der kostet auch 20. Würde ich auch so ein 2 von nehmen, nur sicherheitshalber. Wenn wir bei 80, 480 brauchen wir. Also, müssen wir mit dem erstmal auskommen, was wir hier jetzt kriegen und ja. Also erstmal mehr Geld machen. Aber damit wird uns ja wahrscheinlich auch schon geholfen sein. Ah, ne, die legen wir erstmal rauf. Zack, einmal. Na, komm schon. So. Zack. Ich sehe nichts. Ah, da war. Okay. Scheint drauf zu sein. Gut. So. An die Kiste und wieder zum Claim. So. Können wir hier eigentlich auch langfahren? Ah, hier haben wir den Maschinenpark. Ich glaube, da brauchen wir noch nicht gucken. Mit unseren 200 Dollar. Da müssen wir erstmal noch ein Weilchen für schaufeln, denke ich mal. Geht's wieder durch diese schicke Fabrik. Auf zum Claim.
würde sagen, dann schaufeln wir wieder auf 25% hoch und dann mal gucken, was wir dabei rauskriegen. Da wir jetzt halt die Hogpen-Erweiterung ja noch haben. Nochmal zusätzlich zwei. Schauen wir uns das Ganze denn doch mal an. So. Stopp. Wagen parken, Handbremse und Motor aus. So, das gute Stück mal mitnehmen. Ich sehe nichts. Wo geht's denn hier lang? Da. Oh. So viel zum Thema ein Brett vom Kopf haben. In diesem Fall ist es sogar nobler. Gleich ein ganze Metall vor der Murmel. Matten. Einmal da rüber geflitzt. Das wäre die erste und zweite. So. So. Dann geht's mal wieder ans Schaufeln. Oh, was für ein Loch. Ah, da ist die Schaufel. So. Ah, geht das wieder los. Und weiter im Text. Bin ja mal gespannt, wie viel wir jetzt rauskriegen. Aber ich denke mal schon, dass sich der Kauf gelohnt hat dafür. 70%. Zwei Matten zusätzlich. Sollte wohl was bei rumkommen. 90. So, eine Schüffel noch. Zack. So. Waschtisch mit 6000. Meine Güte. Sind wir aber womöglich ganz schön lange am Schaufeln bei. 6000 Dollar zusammenzukriegen. Naja, wenn wir das die Hockpen mit Wasser haben, ist uns ja auch schon etwas geholfen. Ja. Und rein ins Loch. Ah, falsch. Die Schaufel brauchen wir. Und wir graben uns hier durch wie so ein Maulwurf. Wer weiß, wo wir noch rauskommen. Das scheint auch schon der Untergrund hier zu sein. Da ist ein Ende im Gelände. Also tiefer kommen wir wohl nicht. Naja, reicht ja auch. Ich schaufel da schon. Ah, da. Wie viel haben wir drinne? Oh, 90 haben wir schon. Ja, wunderbar. 100. Zack. Und auf ein neues zum Auswaschen. Weiß noch mal einmal drauf? Was? Nicht den Kopf reinhalten? Was? Gefahr? Ah, die Amis. Die haben auch vor allem Schiss. Na.
Und weiter schaufeln. Hä? Schaufel? Schaufel. Sack. Oh. Häng fest. So. Mal die Hindernisse hier wegmachen. Bleibt man ja an jeder Ecke hier hängen, jeden Sandkorn. Hier in unserer großen Sandkiste. Da geht's lang. Können wir auch noch eine Schiffe wegnehmen. Und wieder voll. Ah. Boah. Uiuiuiui. Ich hoffe, euch wird das nicht zu langweilig, dieses ganze Rumgeschaufel. Aber irgendwie muss das Geschaufel ja sein. Nichts mehr drinne. Oh. Da auch noch was. Auch noch mal weg. Ah. Graben wir uns mal da lang. Ah. Nehmen wir da noch mal eine Schaufel weg. Oh. Hey, je. Wieder voll. Ja, wenn wir die Wasserpen haben, Hockpen, also mit Wasseranschluss, kriegen wir wahrscheinlich wesentlich mehr raus, vor allem schneller. Alles in ein Stück durchschaufeln. Da muss ja dieser Sandhaufen hier genug abwerfen im Prinzip, damit man da irgendwie Maschinen oder sowas kaufen kann. Weil sonst von da hinten hier rüberlatschen, könnte anstrengend werden. Jedes Mal mit so einer Schaufel hier rüberlatschen. Wäre etwas übertrieben. Na, komm schon. So, Treffer. Macht sich der Sand an mich ran. Der wertvolle Goldsand. Wieder läppische 70. Na komm. Na. Na, da. 90. Ah, noch eine Schaufel. Und wieder 100. Hopp. Raus da.
Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht in dem Spiel? Falls ihr spielt. Selbstverständlich. Vielleicht hat der eine oder andere ja nochmal einen Tipp, um irgendwie was zu verbessern oder von der Herangehensweise vielleicht, dass man da was ändern könnte. Okay. Oh. 70. Können wir gleich ja wieder auswaschen. Zurzeit geht das hier noch, hier so zu stehen. Kriegen noch den Spaten voll und brauchen uns nicht viel bewegen. Wieder voll. Upp, raus da aus dem Loch. Oh. Na komm. So. Noch ein Eimerchen Wasser. Reicht dir der jetzt schon? Ja. Schon wieder am Festhängen hier. Spaten-Paule hier bei der Arbeit. Oh. Hey, yes, sir. Das ist echt eine Arbeit. So ein Ding auf 100% voll machen, ui. Ist ja richtige Schaufelarbeit hier. Ich glaube, ich werde dann vielleicht mal. Na, wir machen jetzt einmal bis 25 wieder voll. Und schauen, was wir dabei rauskommen. Könnt natürlich auch mal schon mal eine Runde auf 100% machen, dass diese Schaufelei dann einmal übersprungen wird. Weil das die ganze Zeit euch anzutun, muss auch nicht sein. Dann würde ich nämlich einmal schon vorschaufeln. Bis auf 100%. Jo. Ne, nicht die 100%, sondern bis die Matten auf 100% sind. Wäre eine Möglichkeit. Ich kipp Wasser rein, kein Goldsand. Ich bin noch nicht am Schaufeln. Na, 24. Machen wir noch einmal. Schaufeln wir uns noch mal eine Runde durch den Dreck. Und dann waschen wir einmal aus. Schauen wir mal, was wir dabei rauskriegen. So. Wenn noch ist Tag, haben Licht, dann können wir auch gleich nochmal auswaschen. Na, komm schon.
Ach, was ist da denn? Ey, kann ich da nicht nochmal nachhaken? Och Mann, muss ich jetzt so ein. Tse? Okay. So. Waschen wir das Ganze mal aus. Ja. Ich meine erstmal das grobe Filtern. Dann machen wir gleich mal die Matten sauber. Schauen, was wir bei 4 kriegen. Ja, voll. Jo. Wie voll sind die Matten? Gleich mal gucken. 27%. Na gut. Zack, einmal auswaschen. Nächste Matte. Na, komm schon. So. Letzte Matte. Oh, das Wasser sieht aber schon ganz schön dunkel aus jetzt. Ja. Ist das überhaupt noch Wasser? Bringt das überhaupt was? Alle 4 Matten da drin in einen Eimer? So. So, das ging dann besser mit Tastatur. Ey. Na, bisschen gerade machen. So. Boah, das Wasser wird ja richtig dunkel. Einmal auswaschen. Upp. Ah, nochmal. Ne, passiert nichts. Ey, Wasser raus. 4 Klumpen. 4 Mann, 4 Klumpen. 2 Mann, 2 Klumpen. So. Oh, da war ein großer Klumpen. Wenn er den schon mit der Pinzette rausholt. Oh, da ist noch einer. Gut. Gesteinkram weg. Einmal. Noch was drinne? Ja. Gut. Einmal haben wir noch was. Da ist der erste schon wieder zu sehen. Noch einer, noch ein dritter. Hatten wir eben nicht 4 drinne? Na komm, da warst du doch eben gerade. Zack. Ja. Ne, 3 sind wieder nur drinne. Aha. Nichts mit 4 Matten und 4 Nuggets. Eieiei. Aber immerhin haben wir schon mal. Ja, gleich mal gucken. Wenn wir 3 haben.
No. Ja. Und da sind die ersten Nuggets wieder zu sehen. Ja. Einmal auswaschen. Sind da diesmal vier drinne? Sehe ich das richtig? Ja. Vier Nuggets. Die liegen auch noch gut. Wow. Der war groß. Der war klein. Okay. Und nochmal mit Pinzette. Pling. Okay. Wir haben schon mal 0,100 Unzen mehr als beim anderen. Also die zwei haben sie, die Hogpen, die Erweiterung hat sich in dem Sinne schon mal gelohnt. Das ist auch mal was. So, gut. Da das jetzt anscheinend, ja, wird wieder Nacht. Einmal ist leer. Ne, da ist ja noch was drinne. Boah. Fast übersehen. Ne, komm schon. Mache ich hier dann. Ja, nochmal fix auswaschen. Ja. Wird langsam wieder dunkel. 3. Och komm, nö. Licht gerade gut. Wunderbar. Die sammeln wir uns noch mal ein. Ui. Der war schön. Ah. Dann noch so ein. Oh, 0,4. Da hat sich die Erweiterung ja schon wirklich gelohnt. Gut, dann würde ich mal sagen, ich mache hier erstmal wieder Schluss. Die Nacht fängt sowieso an. Und ich glaube, ich schaufel einmal vor, dass wir alle Matten auf 100% haben. Und ab da geht's dann. Schauen wir mal, was wir dann dabei näher rauskriegen. Also, dann liebe Leute, gehabt euch wohl. Bis zur nächsten Folge bei Gold Rush The Game.